So-so kommt aus Kipteri, aus dem Dialekt in Kipteri und heisst gut, hervorragend, lässig. Wir haben eine Woche vor dem Lockdown eröffnet, haben dann gerade wieder schliessen und seit Ende April haben wir sozusagen die zweite neue Eröffnung gemacht. Wir haben verschiedene Sachen angeschaut, wo wir das gesehen haben da in Wetzigen, gerade in der Nähe vom Bahnhof. Man kann von aussen sitzen, haben wir uns verliebt in die Location und haben gesagt, da kommt unser erster Kaffee. Wir haben einen Spezialitätenkaffee, das heisst, wir haben sehr gute Kaffeequalität und wir haben auch alle anderen Produkte, die wir hier drin haben eine spezielle Geschichte und die erzählen wir unseren Gästen gerne. Wir haben gerne Gäste, die sich interessieren, was hinter dem Produkt ist, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, die auch gerne haben, dass in der ganzen Wertschöpfungskette Fairness gross geschrieben wird. Neben dem Kaffee, der sehr gute Spezialität oder sehr gute Qualität hat, haben wir auch verschiedene sehr gute Tee. Wir haben Mittagsmenü, Gebäck, wo wir zum Teil selber machen oder eben auch dort eine Geschichte dahinter ist. Ja gut, wir haben perfektes Timing gehabt. Wir haben eine Woche vor dem Lockdown aufgemacht. Das heisst, wir haben dann wieder zugemacht. Das ist natürlich nicht ein Blitzstart. Es ist sonst schon schwierig, Kundschaft aufzubauen. Wir sind aber jetzt mit viel mehr Begeisterung als noch zuvor sind wir dran. Wir haben natürlich die Einschränkungen, halten uns natürlich alle Vorschriften vom Bund. Und Sicherheit und Hygiene ist für uns das Wichtigste natürlich aus dem Kaffee. Das war von Anfang an die Idee, dass wir verschiedene Anlässe durchführen können, wo wir eben auch Geschichten erzählen. Und wir hoffen, dass wir das gleich so weiterführen können und es noch weitere so Anlässe geben wird.